Die Houston Rockets haben die Oklahoma City Thunder in Game 7 geschlagen, auch dank ihrer wundervollen Defense in der letzten Minute des Spiels. Fangen wir direkt ohne viel drumherum an mit dieser Sequenz hier. Paul leitet ein, Shay stellt, was auch immer das sein soll, auf jeden Fall switchen die Rockets das nicht. CP3 spielt ab, Covington ist nicht ganz in Position, großartige Defense von Westbrook, der One Pass Away reinhilft. Der Vorteil ist weg und der Ball landet wieder bei Paul. Shay stellt den nächsten Ballscreen, man hedged Paul und wieder macht Westbrook die fantastische Rotation. Das ist allerdings kein Switch, da Westbrook zurück zu Schröder geht, Covington zu Gilgeous Alexander. Der spielt zu Schröder, Westbrook geht in die Luft, Dennis setzt den Ball nochmal auf den Boden, die Zeit läuft fast runter und er nimmt einen Wurf, der nicht wirklich im Rhythmus ist. Nächster Angriff, Covington verteidigt Paul. Adams ist hier meiner Meinung nach total fehl am Platz. Zuerst steht er in der rechten Ecke, wodurch Gordon zwei Spieler mit einmal verteidigen kann, dann geht er nach links, um die Seite frei zu machen, dann kann Harden aber bei zweien gleichzeitig sein. Gute Defense wieder von Westbrook, der in der Nähe von Paul steht, um dessen möglichen Jumper zu erschweren, aber auch etwas zurückgeht, um eine Hand an den Pass Gilgeous Alexander zu bekommen, was da noch passiert. Der Ball bleibt mit Glück bei den Thunder, gute Defense von Covington am Ball, Gordon versperrt den Weg zum Korb, während Harden für ihn covert und bei Adams bleibt. Eigentlich ein guter Pass raus zu Dort, aber atemberaubende Defense von Harden, der sofort zum Closeout sprintet und den Wurf blockt. Ein wirklich hoher IQ der Rockets Defense, das vielleicht wichtigste Play in Hardens Karriere bisher ist ein defensives Play. Nun aber zum End of Game Set Play der Thunder. Man steht im Quadrat bzw. als Box postiert. Schröder und Paul rotieren hoch, ihre Wege kreuzen sich. Gordon bleibt an Paul dran, Adams screen Tucker, kommt aber etwas zu spät, um Harden zu screenen, der Gallo verteidigt, denn für den ist dieses Play eigentlich designt. Westbrook liest die Situation, versucht den Passweg zu Gallo zuzumachen, auch Harden verfolgt ihn. Und jetzt schaut mal auf Westbrook, der sich umdreht und genau weiß, was die Thunder jetzt vorhaben. Das hat er nach dem Spiel auch gesagt, weil er dieses Play in- und auswendig kennt, dazu gleich mehr. Tucker und Westbrook verhindern zusammen, dass der Ball ankommt, die Rockets gewinnen. Viele von euch erinnern sich bestimmt an den Paul George Game Winner gegen die Sixers letzte Saison, ein sehr ähnlicher Spielzug damals. Der Unterschied, Adams stellte damals zuerst ein Screen für Schröder, dann für George und nicht wie gegen die Rockets nur gegen seinen eigenen Mann. Übrigens hat das Play gegen die Rockets als zweite Option, dass man den Ball zu Adams spielt, der dann zu Gallo für den Wurf spielt. So wie in dieser Szene aus 2017, die viele wahrscheinlich auch noch in guter Erinnerung haben werden. Und zuletzt, eventuell wäre hier sogar Adams frei gewesen. Schaut mal genau jetzt. Ich meine, zwei Punkte hätten ja auch gereicht, zumindest für die Overtime. Und da Tucker zu Paul hilft, ist Adams relativ frei, hätte abrollen können, vielleicht sogar für einen Lob. Die Rockets spielen dann in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen die Lakers. Das war mal mein sehr spontaner, sehr kurzer Breakdown. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.